Und jetzt wird es abgedeckt. Ich würde Sie bitten, jetzt den Kopf schön ruhig liegen zu lassen, ja? Das Tuch ist luftdurchlässig. Ganz normal weiteratmen. Es wird abgedeckt, damit alles schön steril vonstatten gehen kann. Jetzt kommt ein helles Licht auf Sie zu. Und bitte schön in das helle Licht gucken. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt ins Auge. Ist 2 mm groß. Der erste Schritt ist, dass man die Kapsel im Auge eröffnet. Das ist manuell recht anspruchsvoll, ist wichtig, damit die Linse schön zentriert ist. Wunderbar, die Capsulorexis ist gut verlaufen. Als nächstes muss man den Linsenkern anspülen, denn der wird jetzt gleich mit Ultraschall verflüssigt im Auge. Es kann jetzt ein bisschen drücken. Das Geräusch ist das Geräusch des Ultraschalls. Je härter der Linsenkern ist, desto komplizierter ist die Operation. Deswegen ist schon wichtig, dass der Patient frühzeitig zum Augenarzt geht und sich diesbezüglich auch untersuchen lässt. Der nächste Schritt ist, dass man dann die Linsenrindenreste entfernt. So dass wir jetzt gleich nur noch einen schönen Kapselsack übrig haben im Auge, in den wir dann die Kunstlinse einsetzen können. Zunächst wird das Auge mit einem Gel gefüllt, damit es nicht kollabiert. Und der Schnitt auf 2 mm erweitert. Und jetzt wird eine Silikonlinse ins Auge eingeführt mit so einem kleinen Injektor. Die Linse öffnet sich im Auge wie so ein kleiner Fallschirm. Und sitzt dann idealerweise zentriert in diesem Kapselsack. Und da bleibt die dann das Leben lang und wird auch nicht abgestoßen. Die Verträglichkeit ist sehr hoch. So, dieser kleine Eingriff konnte man komplikationslos in Tropfanästhesie durchführen. Man muss auch am Schluss nicht nähen. Die Inzisionen sind alle dicht. Und das war es dann auch schon. Jetzt kommt noch ein Verband aufs Auge. Sie haben das prima überstanden, übrigens. Ne?